Und schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem fast täglichen Energieratgeber. Und es geht natürlich um Solarenergie. Das ist in aller Munde und es ist jetzt vernünftiger denn je. Wir haben in dieser Sendung, am Ende der Sendung, zwei in sich geschlossene Strominseln, die zurzeit sehr, sehr beliebt sind. Die Nachfrage riesengroß, aber unsere Bestseller, mit denen fangen wir an. Und das sind Balkonsolaranlagen. Ja. Und Carsten, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, noch vor ein, zwei Jahren war das ein, man könnte es ja mal machen, aber mittlerweile eigentlich ein absolutes Muss. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem sehr guten Bekannten von vor etwas mehr als drei Jahren. Da sagte, Mensch, das Thema Photovoltaik, das ist schon ganz interessant, mal so seinen eigenen Strom zu produzieren und vielleicht noch ein paar Euro zu sparen im Monat an der Stromrechnung. Das wäre schon mal was. Nur ganz ehrlich, sagte, bei 22 Cent pro Kilowattstunde, bei dem Verbrauch, den ich jetzt aktuell habe, ist das noch in Ordnung. Das kriegt man noch einigermaßen geschultert. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Wäre schön, weil natürlich in der Nachbarschaft schon der ein oder andere eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat. Sagt aber, ich glaube, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit damit. Das gleiche Gespräch habe ich vor ein paar Wochen geführt. Und da hieß es dann natürlich, mittlerweile sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Auch mein Bekannter ist auf der Strompreisbremse bis zum 31.12. hängen geblieben. Gott sei Dank, sagte er mir seinerzeit noch, bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Die Strompreisbremse ist abgeschafft worden zum 31.12. des letzten Jahres. Und dementsprechend sind wir quasi mehr oder weniger im freien Fall, wenn es um die Strompreise geht. Und wir werden im Laufe der Sendung also auch noch mal ein bisschen was hören zum Thema Strompreisentwicklung. Ein Thema, was übrigens auch der was Focus Online aufgegriffen hat. Und wenn Sie hier mal schauen, da ist natürlich die Frage, wie sieht das denn eigentlich aus mit der Strompreisentwicklung? Und da wird von einer Verdoppelung des Strompreises gesprochen. Unter anderem haben auch die Stadtwerke in München schon angekündigt, den Strompreis zu verdoppeln. Von Konstanz ist da ebenfalls die Rede und von einigen Stadtwerken mehr. Da muss man, glaube ich, kein Prophet sein, um zu erkennen, dass das wahrscheinlich nicht in diesen zwei oder drei Regionen da bleiben wird. Und jetzt müssen wir hier vor allem sagen, deshalb haben mich diese Schlagzeilen so schockiert. Bis jetzt hat man immer Spekulationen gelesen, man könnte damit rechnen, das hier ist fix, wir werden erhöhen und zwar verdoppeln. Und jetzt muss eigentlich auch der Letzte hier merken, es ist unbedingt notwendig, Strom zu sparen. Ich glaube, da sind wir drüber hinaus, aber Strom selber erzeugen, um die Stromrechnung zu drücken. Ja, richtig. Und jetzt haben wir natürlich noch einen Grund, warum viele jetzt zugreifen, nämlich jeder, der clever ist, es gibt Fördergelder, gerade für Balkonsolaranlagen. Fördergelder. Ja. Sehr wahrscheinlich gibt es noch Fördergelder. Sie wissen, Sie merken, wir müssen das ein bisschen einschränken. Zum einen gibt der Gesetzgeber aktuell noch vor, Sie können eine Photovoltaikanlage, so natürlich auch eine Balkonsolaranlage, wie wir sie Ihnen gerade anbieten, aktuell noch beim privaten Einbau zu Hause mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Das persönlich schon ein super Angebot. Kein Mensch weiß, wie lange das noch geht. Wir hatten das mit der E-Auto-Förderung. Die ist Oder Gastronomie von 7% auf 19% Mehrwertsteuer rauf. Die E-Auto-Förderung ist innerhalb von 2-3 Tagen komplett vom Markt verschwunden, ist zurückgenommen worden. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis man also auch die 0% Mehrwertsteuer beim Kauf einer Photovoltaikanlage schlicht und ergreifend wieder einkassiert. Sie wissen, Vater Staat hat ein kleines Problem mit dem Haushalt bzw. mit der Finanzierung. So, und dann haben wir jetzt aktuell sogar noch eine Möglichkeit, Ihnen eine staatliche Förderung anzubieten. Das tun nicht wir, das ist auch nicht Bundesangelegenheit, das ist Ländersache bzw. Städtesache. Mittlerweile haben alle 16 Bundesländer Fördertöpfe aufgelegt, schon im letzten Jahr übrigens, für sogenannte Balkonsolaranlagen. Und genau davon sprechen wir. Und das sind in der Spitze bis zu 500 Euro an staatlicher Förderung. Im Durchschnitt ungefähr 250 Euro, die Sie vielleicht auch in Ihrer Stadt, in Ihrem Landkreis, in Ihrer Kommune noch bekommen können. Es lohnt sich auf jeden Fall mal zu googeln oder vielleicht ganz einfach auch mal an entsprechender Stelle durchzuklingeln, durchzurufen und mal zu fragen, wie sieht es denn eigentlich aus? Jetzt sind diese Töpfe schon seit einigen Monaten auf dem Markt. Dementsprechend haben natürlich auch schon viele zugegriffen, gerade im letzten Spätsommer, als die Preisentwicklung der entsprechenden Strompreise auch noch mal ganz klar nach oben zeigte, sind natürlich schon viele Balkonsolaranlagen verbaut worden und natürlich auch viel aus den Fördertöpfen entnommen worden. Deswegen können wir es nicht garantieren, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass Sie aktuell noch eine Förderung bekommen können. Fragen lohnt sich auf jeden Fall. Und sagen Sie mir bitte nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt, wenn in ein, zwei Monaten diese 0% Mehrwertsteuervariante vielleicht weggefallen ist und der Fördertopf bei Ihnen leer ist, müssen Sie ein paar hundert Euro für so eine Anlage mehr bezahlen. Kommen wir zu unserer ersten Anlage. Aber hier sehr kann man gerne sagen, selbst ohne Förderung, wenn Sie jetzt diese 569,99 Euro komplett allein tragen müssen, die Rentabilität ist auf jeden Fall gegeben. Da müsste man, glaube ich, nicht mehr drüber sprechen.
München. Ja. Knapp 570 Euro, ein unfassbar günstiger Preis für eine absolute Top-Qualität. Sie bekommen von uns eine Balkonsolaranlage bestehend aus zwei Solarpanel. Die haben wir jetzt hier. Beide Solarpanel können bis zu 420 Watt in der Spitze an Strom produzieren, macht also deutlich über 800 Watt in der Spitze. Und genau das kann natürlich auch hier bis zu 800 Watt der entsprechend hier schon im Solarpanel eingebaute Inverter in ihr Stromnetzwerk abgeben. Das Schöne ist, dass wir Ihnen hier, fangen wir mit der Qualität der Solarpanels an, fantastische Qualität anbieten dürfen. Und wenn man so eine Anlage kauft, dann kauft man sie jetzt nicht nur für die nächsten paar Wochen oder für die nächsten paar Monate, sondern für viele, viele Jahre, so behaupte ich doch mal. Und deswegen sollten Sie bitte Acht geben auf Qualität. Mhm. Genau diese Qualität bieten wir Ihnen an. Patentierte Fullscreen-Technologie, TÜV geprüft, TÜV Nord geprüft, TÜV-Siegel ist natürlich ebenfalls mit drauf. Und vor allen Dingen reden wir von Industriequalität. Und was für die Profis passt, ist natürlich für uns allgemeinen Privathaushalte dann doch genau das Richtige. Denn so eine große Solaranlage auf einem großen Dach einer Fabrik, wenn da 100 Panels hängen oder was, wollen Sie nicht aus der dritten Reihe hinten links alle zwei Wochen irgendein Panel rausbauen und wieder reparieren. Das soll passen und zwar auf viele Jahre. Und genauso ist es beim Privathaushalt natürlich auch. Also perfekte Qualität, der Inverter ist bereits mit drin und jetzt haben wir noch ein tolles System für Sie und das bedeutet, dass Sie bekommen diese Anlage von uns steckerfertig. Die beiden Panels rechts und links quasi nur in den Inverter reingesteckt mit einem Stecksystem. Das sind MC4-Stecker, kann man sich merken, muss man aber nicht unbedingt. Keine freien Drähte, gar nichts. Und dann einfach nur noch den Stecker in die Steckdose, in die Außensteckdose und schon fließen pro Stunde in der Spitze bis zu 800 Watt in Ihr Stromnetzwerk rein. Das wird Ihr Portemonnaie deutlich entlasten können. Ja, und die Bestellnummer ist die MW1196 und die 569. Der Preis gerade mal 569,99 Euro. Und obwohl das Speditionsware ist, Sie sehen es jetzt nochmal eingeblendet, haben wir eine kostenlose Lieferung bis vor Ihre Haustüre. Und wirklich, die Zeit drängt. Keiner weiß, wie lange die Fördertöpfe noch gefüllt sind. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht wieder gefüllt werden, wenn sie mal leer sind. Und deshalb wird der zu spät ist, dann leer ausgehen. So, jetzt haben wir noch eine zweite Balkonsolaranlage. Die haben wir erst ein paar Wochen im Programm. Aber die beantwortet eine Frage oder einen Wunsch von vielen. Ja. Weil hier kann man jetzt nicht nur direkt Strom nutzen, sondern unter Umständen sogar zeitversetzt. Ja, viele unserer Kunden sind natürlich auch berufstätig und dementsprechend morgens aus dem Haus und kommen am späten Nachmittag wieder. Ja, und gerade jetzt in den Wintermonaten ist es am späten Nachmittag. Sollen wir mal rübergehen? Aber stell mal dunkel, gehen wir aber ganz einfach mal ein Schrittchen weiter. Aber das ist natürlich ein Thema für viele, die dann sagen, ja gut, wenn ich jetzt eine Anlage habe, eine Balkonsolaranlage, die mir bis zu 800 Watt an Strom generieren kann, ich aber über den Tag verteilt, dann, wenn es hell ist draußen, vielleicht mal meine 200, 300 Watt an Leistung brauche pro Stunde für einen Kühlschrank, für ein paar Stand-by-Geräte und so weiter, dann ist natürlich der Rest und Großteil des Stroms, den ich da selber generiere, ja mittlerweile nun ein enormer Wert. Für mich eigentlich unnötig, weil er ganz einfach verpufft, im Nirvana verpufft. Ich kann den Strom nicht wirklich nutzen. Und deswegen ist natürlich diese Anlage jetzt hier vielleicht für diejenigen genau das Richtige, die den Strom zu 100% nutzen möchten. Denn mit dieser Balkonsolaranlage sind Sie in der Lage, 100% des Stroms auszunutzen, weil Sie hier einen Speicher andocken können. Ein Speicher, der natürlich mit dem Strom, den Sie tagsüber nicht verbrauchen, den überschüssigen Strom quasi, der sonst irgendwohin verpufft wäre, der wird jetzt ganz einfach für die späten Abendstunden bzw. für dann gespeichert, wenn Sie ihn dann wirklich brauchen. In der Regel werden das wahrscheinlich dann doch eher die Abendstunden sein. Denn zu Recht sagen viele, ich bin dann eher, oder meine ganze Familie ist dann eher in den Nachmittag, in den Abendstunden da. Im Sommer kann man sagen, gut, da hat man dann bis in die Abendstunden immer noch ein gewisses Photovoltaikprinzip, immer noch Solarenergie. Aber gerade jetzt in den Wintermonaten ist es so früh dunkel, dass ich dann doch gerne, wenn ich abends zu Hause bin, wenn bei mir zu Hause abends der Fernseher läuft, wenn die Stereoanlage läuft, wenn ich meinen Computer nutze, wenn ich also meine Verbraucher dann auch wirklich nutze und die Dinger Strom verbrauchen, dann kann ich den Strom gebrauchen, den ich tagsüber generiert habe. Und das ist mit dieser Anlage möglich. Einen passenden Speicher werden wir Ihnen natürlich gleich im Anschluss auch also, noch präsentieren. Der Speicher ist optional. Jetzt haben wir erstmal die Grundanlage, wie Sie sie jetzt installieren können. Ebenfalls wieder mit 0% Mehrwertsteuer. Und die funktioniert ganz ähnlich wie die erste Anlage. Im Prinzip ist das Gleiche. Mhm. Ja, das Gleiche in Grün, nur eben mit dem Vorteil, dass Sie den Strom, den Sie nicht brauchen, speichern können. Auch hier bekommen Sie von uns zwei Solarpanel. Beide Solarpanel können bis zu 430 Watt, also deutlich über 800 Watt in der Spitze generieren. Wir sind da immer so ein bisschen über dem Limit des entsprechenden Inverters, den Sie hier zu meiner Linken sehen. Ganz einfach deswegen, weil wir nun mal in einem Land leben, wo es gelegentlich auch mal regnet, wo es mal einen diesigen Tag hat und dergleichen, da möchten Sie dann trotzdem ein Maximum aus Ihren Panels rausholen. Deswegen sind Sie immer so ein bisschen überdimensioniert, dass Sie immer bis möglichst nah an die Grenze rangehen können. Zwei Stück, auch die natürlich entsprechende patentierte Full
Fullscreen-Technologie. Die sind glatt wie ein Spiegel. Also selbst wenn Verschmutzungen mal draufkommen sollten, die rutschen so runter. Habe ich gelegentlich bei Industriebetrieben gesehen, gerade als es geschneit hat, wenn die so leicht schräg irgendwo auf den Dächern sitzt. Weg. Wenn der Schnee da drauf fällt, der rutscht quasi so runter, wie auf einer Rutschbahn. Und genau so etwas möchten sie haben. Sie möchten nicht dauernd eine Umweltverschmutzung, irgendwelche Rapspollen oder sonst irgendwas von ihren Panels runterfegen. Das macht entweder der Wind oder der Regen. Und das zeigen wir Ihnen jetzt hier mal an diesem Beispiel. Längs sehen Sie ein Fullscreen-Solarpanel, ein patentiertes Fullscreen-Solarpanel, natürlich auch hier in der Industriequalität schon, da rutscht das Ganze mehr oder weniger so runter, weil diese Panels rahmenlos sind. Rechts, wie hast du es so schön formuliert, den Begriff fand ich klasse, baut sich so ein Teppich aus Rapspollen, aus Sahara-Sand, aus Verschmutzungen und so weiter auf und der nimmt Ihnen natürlich dann doch im Laufe der Wochen und Monate einen ganz gehörigen Teil der Leistung Ihres Panels weg. Also wenn Sie wirklich auf Top-Qualität setzen möchten, dann entscheiden Sie sich besser für die Fullscreen-Solartechnik. Hat natürlich auch schon den TÜV überzeugt, also TÜV Nord geprüft sind diese Panels ebenfalls und das, glaube ich, lässt schon tief blicken. Hier ist der Inverter allerdings, das heißt der Wechselrichter, der den gewonnenen Solarstrom in verbrauchsfertigen Wechselstrom für Ihre elektrischen Geräte zu Hause wandelt, nicht im Panel integriert, der kommt separat, ist natürlich im Lieferumfang enthalten, aber ist vom Prinzip her genau das gleiche, ein steckerfertiges System, wo ein Panel ganz einfach auf die rechte Seite angedockt wird, das andere Panel auf die linke Seite und dann muss man nur noch eins machen, das ist der Stecker hier vorne, der gehört dann in die Außensteckdose rein. Das heißt, in einen Stecker, wo normalerweise Strom rauskommt, stecken Sie jetzt Ihr Photovoltaiksystem rein und in dem Moment, wo Sie das tun, geht der Strom, der hier über die Solarpanels generiert wird, dann in Ihren Stromkreis hinein. Und das Schöne ist, Sie müssen Ihren elektrischen Geräten, Ihrem Fernseher, Ihrem Kühlschrank, Ihrer Stereoanlage nicht extra sagen, dass zunächst einmal der Solarstrom bitte genutzt werden soll, weil der andere Strom sündhaft teuer ist. Das wissen Ihre Geräte automatisch. Erst dann, wenn dieser Solarstrom nicht mehr ausreichen sollte, dann wird wieder auf den teuren Hausstrom von Ihrem Versorger zugegriffen. Ein denkbar einfaches System, steckerfertig gemacht und kinderleicht in Betrieb zu nehmen. Carsten, jetzt sehen wir an, Inverter noch so einen schwarzen kleinen Knubbel. Der Was hier, ist ne? das hier? Ja, natürlich möchte man ganz gerne mal wissen, wie viel Strom fließt denn da jetzt eigentlich? Mhm. Wie viel Energie nimmt meine Photovoltaikanlage denn jetzt eigentlich auf? Natürlich redet man über so etwas. Man redet am Stammtisch drüber mit den Kollegen. Wir machen das den ganzen Tag. Wie viel kommt dabei rum? Was produziert meine Anlage? Nun, alle unsere Systeme sind online. Das heißt, Sie können jederzeit mit einer kostenlosen App mal nachschauen, wie viel Strom wird dann in Echtzeit überhaupt generiert. Und ich kann mir vorstellen, das ist gerade in den ersten 3-4 Monaten mal sehr, sehr interessant, auch so in den Sommer hinein mal zu sehen, wie hervorragend eine solche Anlage funktioniert und wie viel Geld Sie de facto mit einer solchen Anlage über die Zeit sparen können. Ja, die Bestellnummer hier ist die MW1137 und die 569, der Preis 649,99 €. Und auch das ist natürlich wieder ein exklusiver TV-Sonderpreis. Sie sehen hier bei Pearl.de schon günstige 705 €. Und das ist natürlich wirklich toll, dass man hier doppelt spart, einmal durch den TV-Sonderpreis und dann auch noch natürlich jetzt durch die zu erwartenden Zuschüsse. Und natürlich kommt auch das Porto- und Versandkostenfrei zu Ihnen. Jetzt haben wir von einem Speicher, von einem optionalen Speicher oder Akku gesprochen. Und da möchte ich gleich sagen, die erste Lieferung kommt am 20.02. mittlerweile über 75% der Lieferung vorbestellt. Carsten, das ist natürlich optimal für diese Anlage, das ist richtig, könnte ja. aber auch bei ähnlichen Balkonsolaranlagen jederzeit nachgerüstet werden. Und das werden. Ist der Grund, warum unsere Kunden gerade bei der Speicherlösung, die wir Ihnen jetzt anbieten möchten, noch häufiger zugegriffen haben als bei der Balkonsolaranlage selber. Und glauben Sie mir, wir haben großzügig eingekauft, der Run ist enorm. Muss man sagen, weil Sie natürlich jetzt hier mit diesem Speicher nicht nur die gerade schon gezeigte Balkonsolaranlage verwendet oder mit dem Speicher ausstatten können, sondern eben auch Anlagen, die Sie vielleicht schon zu Hause haben. Einzige Voraussetzung, Verzeihung, ist, dass Sie bitte eine Anlage haben, wo die Panels von beiden Seiten quasi in den entsprechenden Speicher hineingehen und dann in den... Also zwei Anschlüsse und dann können Sie es jederzeit kurzfristig zwischenschalten. Speicherkapazität 2,24 Kilowattstunden. Das ist enorm. Also ich muss sagen, ich als Single-Haushalt brauche so zwischen 3 und 4 Kilowattstunden am Tag. Ja. Und jetzt kann ich endlich auch mal 100%, wirklich 100% des erzeugten Stroms einer Balkonsolaranlage auch wirklich selbst nutzen. Ja. Das ist genial. Das ist alles Strom, den du nicht extra bezahlen musst. Ich weiß nicht, wo dein Strompreis aktuell liegt. Meiner ist also ein paar Cent runtergegangen. Ich glaube, das ist eine Eintagsfliege. Ich gehe davon, eigentlich täglich davon aus, dass mein Anbieter mir wieder eine neue Rechnung präsentiert. Aber ich bin immer noch bei deutlich über 30 Cent pro Kilowattstunde. Und auch wenn ich enorm gespart habe, ist der Preis für Strom, alleine wenn es um die
um die Nebenkosten geht bei meiner Wohnung doch ein ganz enormer Faktor. Und ich möchte wetten, dass man heutzutage wahrscheinlich weniger auf die Mieten schaut, die schon hoch genug sind, ja, aber das ist ein sondern vielmehr auf die Nebenkosten. Ja? Mieter sind Fixkosten, die auf das die kann man sich einstellen. Ja, ja. Strom ist ja ganz gefährlich. Ja? Da denkt man immer, da, ich bin so auf der sicheren Seite, und dann kommt am Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres die Stromkostenabrechnung und dann eine Nachzahlung, dass einer auf den Boden haut. Ja. Ich weiß, letztes Jahr war das bei Diana der Fall. Diana, das hätte einen Urlaub gegeben, die Nachzahlung, oder? Ja, das stimmt, zu zweit. Also das wirklich auch, ich habe das nicht erwartet. Du kriegst einfach diese Nachzahlung, das war wirklich viel. Also in diesem Jahr, ich möchte auf jeden Fall ein bisschen clever sein, ein bisschen schon diese Möglichkeit nutzen, ja, weil wir haben hier alles lieferbar, alles günstig, alles so einfach zur Bedienung. Ich habe also diese Einstellung genommen, diese Steckdosen, das kann nicht leichter sein. Und vor allem mit dem Speicher, den wir jetzt noch eingeblendet sehen, der übrigens am 20. Februar kommt, eben 100% Ausnutzung. Das ist großartig. Also wenn du dir mal überlegst, was man damit alles sparen kann. Und nochmal bitte, Sie bekommen natürlich von uns eine Qualität, sowohl bei der Balkonsolaranlage als auch bei dem Speicher, die auf viele Jahre ausgelegt ist. Wir hatten das Thema Rentabilität eben. Bei der Anlage ist das relativ schnell erledigt. Sie denken bitte auf jeden Fall an die staatlichen Förderungen. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden Sie danach aus dem Topf bedient. Und der Speicher an sich hat sich auch ebenfalls recht schnell gerechnet, denn es ist ein bisschen absurd, aber so muss man rechnen. Unterm Strich gesehen, je höher der Preis pro Kilowattstunde an Strom ist, desto schneller hat sich so eine Anschaffung natürlich auch rentiert. Viele Jahre, das Ding ist wind- und wetterfest, wird Ihnen dieser Speicher und wird Ihnen die Balkonsolaranlage zur Verfügung stehen. Und ganz gleich, wo der Strompreis hingeht, ob er irgendwann das Zwei- oder Dreifache von dem kostet, was er heute kostet, oder ob er wieder auf moderate Preise runtergeht, es ist eine spürbare Entlastung für Ihr Portemonnaie. Und das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Ja, bitte unbedingt jetzt vorbestellen für 949,49 €. Wenn Sie bei der Lieferung am 20. Februar dabei sein wollen, weil nochmal 75% sind schon vorbestellt, ist übrigens jederzeit. Und ich wage jetzt mal eine Prognose, innerhalb von 2 Minuten nachzurüsten, weil man einfach nur die MC4-Stecker von den Solarpanelen in den Akku reinstecken muss und dann vom Akku wieder in den Inverter geht. Das wird also einfach nur zwischengeschaltet. Die Bestellnummer ist die MW1240 und die 569. Ich habe es Ihnen angekündigt, jetzt haben wir auch noch 2 unserer beliebtesten und vor allem noch lieferbaren autarken Photovoltaikanlagen, also bestehend aus Strom, Speicher und Solarpanel. Warum ich sage noch Lieferung, unsere beliebtesten Anlagen sind mittlerweile ausverkauft. Ja. Wir haben das 2-3 Wochen vorher gesagt, wird bald der Fall sein. Aber hiermit kann man sich eben autark mit Strom versorgen oder auch eben Geld sparen. Und das habe ich gemacht. Ja, also ich habe also auch ein ähnliches System zu Hause mit einem anderen Stromspeicher als diesem hier. Das Panel ist genau das gleiche, was ich bei mir vorne am Balkongeländer hängen habe. Und damit habe ich mir doch einige Kilowattstunden an Strom ganz einfach gespart. Nicht den Strom habe ich mir gespart, sondern die Kosten für diesen Strom, weil ich bei mir zu Hause ganz einfach angewöhnt habe, Strom, wenn ich den Strom brauche, beispielsweise für meinen Fernseher, für meinen Computer in der Regel oder auch für meine Stereoanlage, ganz einfach aus einem System zu schöpfen, was ich selber mit meinem eigenen Solarstrom versorgt habe. Und was soll ich Ihnen sagen? Es funktioniert. Und es funktioniert übrigens auch jetzt über die Wintermonate. Da dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis Sie den Speicher wieder voll haben. Aber grundsätzlich steht mir persönlich zu Hause der Strom rund um die Uhr zur Verfügung. Und das wird auch bei Ihnen der Fall sein. Ich muss mal ganz kurz erklären, bei beiden Systemen, die wir jetzt am Ende der Sendung sehen, haben wir jeweils 2 Bestellnummern. Warum? Nun ganz einfach, es gibt vom Gesetzgeber her das Jahressteuergesetz und das war im letzten Jahr schon so, ab dem 01.01.2023 ist das in Kraft getreten und da gab es ganz klar die Vorgabe, dass man Photovoltaiksysteme mit 19 oder mit 0% Mehrwertsteuer bestellen kann. Mit 19%, so wie wir es quasi aus den Jahren davor kannten, wird das Ganze bestellt, wenn Sie ein solches Photovoltaiksystem mobil nutzen möchten. Ein Beispiel dafür, wenn Sie es mobil einsetzen, dann reden wir vom Camping, vom Schrebergarten, vom Bootsbereich oder von mir aus auch von einer Ferienwohnung und natürlich der gewerbliche Bereich, der ist weiterhin mit 19% Mehrwertsteuer besteuert, das ist klar. Aber interessant war es im letzten Jahr und aktuell ist es das noch in diesem Jahr für die privaten Haushalte. Wenn Sie nämlich ein Photovoltaiksystem
bei sich zu Hause fest installieren, am privaten Wohngebäude, egal ob gemietet oder Eigentum oder an angrenzenden Objekten, wie zum Beispiel einem Carport, einem Gartenhäuschen oder einer Garage, und bitte die Gesamtleistung Ihrer kompletten Anlage 30 Kilowatt im Peak nicht überschreitet, dann können Sie nach wie vor noch mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Wie lange das noch so sein wird, ist Kaffeesatzleserei, darum beteiligen wir uns nicht, aber wir hatten das Thema eben. Momentan hat man das Gefühl, es wird alles wesentlich kostspieliger und irgendwo weiß man gar nicht, wo man das Geld hernehmen soll. Wenn diese Förderung vielleicht auch noch wegfällt, dann werden solche Systeme natürlich ganz schnell auch mal ein paar hundert Euro kosten. Carsten, jetzt haben wir über Geld sparen gesprochen. Das also ist das Sparschweinchen sozusagen. Also alles, was ich hier erzeuge und dann auch intelligenterweise auch nutze, ja, ja, muss ich nicht an den Netzanbieter bezahlen. Lass uns mal noch über ein anderes Thema sprechen, Stromsicherheit. Ja, wenn Sie internationale Presse verfolgen, werden Sie ein paar, ich sage jetzt mal, Sachen gelesen haben, wo man so nachdenklich werden könnte. Schweden zum Beispiel ruft auf zur Eigenverantwortung. Sehr deutlich sogar. In Österreich und auch in Großbritannien werden gerade Sonderkommissionen, Taskforces eingerichtet zum Thema Blackout. Und auch aus Amerika kommen keine guten Nachrichten. Joe Biden hat es also persönlich gesagt. Das ist uns also auch heute quasi Lass uns kurz, bevor wir nach Amerika gehen, über England sprechen. Operation Yarrow hört sich ganz wichtig an, aber so bereiten sich die Briten auf einen Blackout vor. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, die letzten Jahre ist ja auch nichts passiert, haben Sie recht, ja. Aber die Gefahr ist da. Und jetzt gehen wir mal zu Joe Biden. Ganz aktuell, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gesehen, hat er so einen ganz kleinen Nebensatz gesagt. Da steht er. Der könnte aber auch Auswirkungen haben. Es geht darum, dass LNG-Gas, was wir zum Großteil, zum größten Teil sogar, aus den Vereinigten Staaten geholt haben, dass das ganz einfach nicht mehr zu uns nach Deutschland kommen wird. Und das in absehbarer Zukunft schon. Und wofür brauchen wir LNG-Gas? Ganz einfach, zur Stromerzeugung. Das ist ein ganz gewaltiger Faktor. Sie wissen, dass wir in Deutschland viele LNG-Terminals und so weiter gebaut haben. Und wenn natürlich der größte Lieferant wegfällt, der uns mit Gas versorgt, müssen wir gucken, dass wir den Strom irgendwie anders produzieren. Wir wissen, alle Atomkraftwerke gibt es nicht mehr. Kohlekraftwerke sind ein No-Go mittlerweile, stehen auch kurz vor der Abschaltung. Und insofern kann es mitunter mal passieren, dass der Strom wirklich knapp wird. Jetzt muss man noch wissen, dass die USA mit Abstand, schauen Sie sich das mal an, der größte Flüssiggaslieferant ist, nicht mal mehr ein Zehntel, an zweiter Stelle ist Trinidad Tobago. Ja, und da sehen Sie das mal. Und jetzt überlegen Sie mal, das fällt jetzt weg. Also er hat nicht gesagt, könnte, wir müssten, sondern wir stoppen. Wir stoppen. Also, und die Kuh, da gibt es so einen schönen Satz, die Kuh ist nicht vom Eis. Wer jetzt denkt, wir sind über die Krisensituation weg. Man müsste sich also rein theoretisch in Eigenverantwortung auch mal auf einen Stromausfall vorbereiten. Ja. Jetzt sind wir wieder bei unserem Photovoltaik-System. Und da sind wir bei einer sogenannten Insellösung, denn bei einem Stromausfall werden die meisten Photovoltaiksysteme, so wie Sie sie kennen, so wie wir sie kennen, ganz einfach nicht mehr funktionieren, weil die Inverter natürlich auch mit Strom versorgt werden müssen. Hier haben Sie ein Inselsystem. Das hat mit dem Strom, der bei Ihnen zu Hause aus der Steckdose kommt, überhaupt nichts zu tun. Sie schließen hier nichts an einen Stromkreis zu Hause. Das hier, das ist Ihre Batterie, das ist Ihr Stromlieferant. Da vorne haben Sie quasi das Füllhorn, was diesen Stromspeicher immer wieder auffüllt. Und hier nehmen Sie ganz einfach den Strom raus, wenn vielleicht aus der Steckdose kein Strom mehr kommen sollte. Da müssen Sie nicht drauf warten. Ja, Sie können den natürlich auch in der Zwischenzeit intelligent einsetzen. Aber sollte der Fall eintreten, dass kein Strom mehr da ist, ist das hier Ihre Notfallversicherung. Und das sogar bis zu 2000 Watt Dauerbelastung. Das sind also wirklich schon Großgeräte. Hier sehen wir beide Bestellungen nochmal links. Die ZX3145 und die 569 für mobilen Einsatz oder gewerbliche Nutzung 19% Mehrwertsteuer. Und rechts für privaten Einbau zu Hause die 0% Mehrwertsteuer mit der MW1007 und der 569 für gerade mal 1099,99 €. Jetzt haben wir noch ein zweites System, links von uns. Das ist das hier. Ich weiß, bei vielen ist das sehr prädestiniert, um Schrebergärten oder Kleingärten mit Strom auszustatten, die weit und breit keinen Stromanschluss haben. Das wäre wieder 19% Mehrwertsteuer, richtig, aber sagt der Gesetzgeber, überall anders gut zu verwenden. Klar, auch zu Hause. Lass uns das Beispiel gerne nochmal aufgreifen. Wenn Sie diesen Schrebergarten haben zum Beispiel, dann kennen Sie wahrscheinlich das Problem, dass viele Schrebergärtchen gar nicht mit Strom ausgestattet sind und auch nicht mit fließendem Wasser. An fließendem Wasser können wir nichts ändern. Da müssen Sie nach wie vor Ihren Sixpack Wasser zur Gartenlaube dann hinbringen. Aber natürlich sind Sie jetzt hier mit Strom versorgt. Sie haben ein riesengroßes Solarpanel, das kann bis zu 550 Watt in der Spitze an Strom produzieren. Und das pro Stunde wohlgemerkt. Und das geben Sie ganz einfach über ein entsprechendes Kabel, was natürlich mit dabei ist, in den Stromspeicher rein. Und das hier ist der neueste Stromspeicher bei uns in der Familie. Absolute Top-Technologie, genau wie der erste, der schwarze auch. Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie.
Der erste hat schon über 2000 Ladezyklen. Der hier kann noch ein bisschen mehr Leistung liefern. Über 3500 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Eine perfekte Technologie, eine konsequente Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Technik, die ja nur doch so ein bisschen ja, in die Kritik geraten ist. Mir ist noch nie irgendwie zu Ohren gekommen, dass mit dieser Akkutechnik irgendwas passiert sein könnte. Modernste Akkutechnik. Und wenn wir jetzt alleine mal von den 3500 Ladezyklen ausgehen, also auf 0 runter und auf 100 wieder voll machen, dann sind Sie jetzt hier, wenn Sie das täglich machen, locker schon mal bei über 10 Jahren angekommen. Und das ist allein schon die Haltbarkeit dieses Gerätes. Wundern Sie sich nicht, wenn es auch mal 4.000 oder 5.000 Ladezyklen werden. Also das ist ein Gerät, das wird Sie viele, viele Jahre begleiten. Und auch beim Solarpanel legen wir noch mal eine richtige Schippe obendrauf. Eine richtige Schippe obendrauf. 550 Watt in der entsprechenden Ausbeute an Strom pro Stunde, wohlgemerkt, in der Spitze. Aber Sie sehen natürlich, dass hier ist ein etwas größeres Panel, als das, was wir jetzt gerade bei dem ersten Modell schon gesehen haben. Und insofern ist das vielleicht auch genau das Richtige, nicht nur für den mobilen Einsatz, für den Schrebergarten beispielsweise, wo man jetzt auf einmal auf Strom zugreifen kann. Und das bis zu 2400 Watt. Viele nutzen natürlich auch so ein System, um sich ein Stück weit unabhängig zu machen, um auch einen Stromspeicher zu haben für zu Hause. Denn die Balkonsolaranlagen, ja gut, die könnte man theoretisch gesehen mit einem Speicher ausstatten. Viele haben schon eine Balkonsolaranlage oder ein Photovoltaiksystem, aber keinen Speicher zur Verfügung. Wenn Sie noch Platz haben zu Hause, dann montieren Sie doch ganz einfach das Solarpanel fest am Wohngebäude oder an angrenzende Gebäuden und füttern damit ganz einfach Ihren Stromspeicher. Denn der Gesetzgeber sagt zwar fester Einbau, mit festem Einbau allerdings bei Ihnen zu Hause ist lediglich das Solarpanel gemeint, nicht aber der Speicher. Das heißt, den Stromspeicher können Sie jederzeit, so wie ich das bei mir zu Hause übrigens auch mache, mit einem ähnlichen System, ganz einfach von einem Raum zum anderen mitnehmen und sich immer dann, wenn Sie sich überlegen, nehme ich jetzt ein elektrisches Gerät und möchte ich das mit Strom versorgen, können Sie sich selber überlegen, ob Sie den Strom aus der Steckdose nehmen, den Sie teuer bezahlen müssen, oder aber Sie nehmen ganz einfach den Strom, den Sie selber generiert haben. Und das ist eine ganze Menge, das sind hier bis zu 2400 Watt. Da kenne ich kaum ein elektrisches Gerät, mal abgesehen von meinem Backofen bei mir zu Hause, was ich damit nicht betreiben könnte. Und wir haben fast 2000 Wattstunden zur Verfügung. Also für die Dauerentnahme von Strom bestens geeignet. Sie können auch Strom einfüllen und Strom entnehmen gleichzeitig, das ist möglich. Aber natürlich auch ein zuverlässiger Beistand, eine zuverlässige Versicherung für den Fall, dass eventuell mal der Strom komplett ausfällt. Ganz wichtig, also Zusatz zum Geldsparen, ganz klar, diese Option ist da. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Balkonsolaranlage oder eine große On-Grid-Anlage auf dem Dach haben, wenn Stromausfall um Sie herum ist, können Sie so viele Solarpanel haben, wie Sie wollen, die funktionieren nicht, weil diese On-Grid-Anlagen abhängig sind vom Netzstrom, damit der Inverter den Solarstrom überhaupt wandeln kann. Das ist ein System, was immer funktioniert, weil es eine sogenannte Strominsel ist und dadurch eine absolute Sicherheit. Und auch diese Sicherheit bekommen Sie exklusiv wieder zum TV-Sonderpreis. Wir werfen einen Blick auf Pearl.de, auf den regulären Preis, 0% Mehrwertsteuer, 1.930 knapp 30 Euro. Sie sparen knapp 230 Euro. Jetzt nochmal bei, weil Sie den TV-Sonderpreis bekommen, exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer. Und da heißt es nicht lang überlegen. Wirklich, jetzt ist der Moment. Carsten, vor 2-3 Jahren war es noch eine Option, du hast es vorhin selber gesagt, bei 22 bis 25 Cent. Ja, man könnte es ja mal installieren. Ja, wäre ganz nett, ne? Aber jetzt ist es doch ein Muss. Ganz ehrlich, also wenn ich mir anschaue, wie die Kosten sich steigern, selbst ein Mittagessen beim Metzger heute Mittag, nochmal 50 Cent drauf. Wenn du das mal hochrechnest pro Tag, dann schauen Sie an die Zapfsäulen. Es ist moderat gestiegen, aber es ist gestiegen. Also für einen Liter E10 zahle ich hier im Weserbergland im Schnitt mittlerweile so 1,70, 1,72. Vor 2-3 Monaten war das noch 1,60, 1,59. Da war ich schon der König mit der ganzen Geschichte. Gehen Sie mal in den Supermarkt, kaufen Sie mal ein Stück Käse oder gehen Sie mal an die Fleischtheke und kaufen Sie mal einen Hüftsteak. Solche Geschichten, ja. Jetzt muss man natürlich irgendwo den Hebel ansetzen. Und für mich persönlich ist das Prinzip des Photovoltaiks quasi eine geschenkte Energiequelle. Denn die Sonne ist grundsätzlich als Energielieferant kostenlos. Natürlich muss man immer die, rein wirtschaftlich gesehen, die Anschaffungskosten eines solchen Systems mit einkalkulieren. Ganz egal, ob wir jetzt von der Balkonsolaranlage sprechen, von diesen Stromspeicherlösungen, die Ihnen den Strom 24 Stunden rund um die Uhr zur Verfügung stellen. Selbst kleine Photovoltaiksysteme, von mir aus mal so eine Fensterbank-Solaranlage oder was, sind sinnvoll. Jedes Watt, jedes Kilowatt, was Sie aus der Steckdose in Ihrem Wohnzimmer, in Ihrem Schlafzimmer, in Ihrem Arbeitszimmer ziehen, kostet Sie ein Heidengeld. Ähnlich kostspielig wie das Stück Käse im Supermarkt, wie der Liter Sprit an der Tankstelle.
oder wie mittlerweile der deutlich gestiegene Preis für Bekleidung oder für Urlaub oder für sonst welche Geschichten. Also mittlerweile weiß man doch gar nicht mehr so wirklich, wo soll man es dann eigentlich hernehmen. Oh, das hier ist ein probates Mittel, um Geld zu sparen. Also die Strompreis- oder allgemein Preissteigerungen haben wir alle gemerkt. Oder waren Sie in letzter Zeit, ich sage mal in den letzten ein, zwei Jahren, irgendwann mal einkaufen und haben gesagt, Mensch, ist das hier alles günstig geworden? Nein, ganz im Gegenteil, es wird immer teurer. Hiermit verschaffen Sie sich zum günstigsten Preis, das ist sicher, eben maximale Sicherheit. Und Sie haben auch die Möglichkeit, hiermit Geld zu sparen. Hier sehen wir beide Bestellnummern nochmal. Ich gehe davon aus, dass Sie es fest installieren zu Hause. Deshalb die 0% Mehrwertsteuervariante, das ist die MW1185 und die 569. Jetzt wissen Sie Bescheid, es ist unbedingt notwendig, jetzt zu handeln. Und je nach Ihren Möglichkeiten holen Sie sich das passende Photovoltaik-System.